Dann mache ich mal meinen Gärtner hier ran. Irgendwas stimmt mit den Klamotten nicht. Auch wenn mein Gärtner dann schwächer wird. Habe ich hier eine Projektion? Ja. Passt besser zu meinem Gärtner jetzt. So, neue Quest. Wo bist du? Ah, da. Oder ein neuer Meilenstein, ja gesagt jetzt. Die Insel zu neuen Höhen führen. Machen wir doch. Viel pionieriger und isolaniger als du kann es eigentlich gar nicht mehr werden, was? Aber wir werden sehen, was die Zukunft noch für uns bereithält. Und bis dahin genießen wir die Sonne auf dem Kunstpelz. Nun... Mir eine Wenigkeit. Zumindest nach dir hat Postillus gefragt. Stell dir nur vor, Murasaki, als mir eine Freunde aus der Kornkammer an dem großen Inselberg vorbeispaziert sind, da haben sie ganz merkwürdige Geräusche gehört, wie von Tierchen, sagen sie. Aber es waren keine, die sie kennen. Also haben wir uns gefragt, ob es in dem Berg vielleicht die ein oder andere Höhle gibt, die solch schuppige, gefiederte oder flauschige Gesellen beherbergen könnte. Kannst du dir das einmal genauer ansehen? Passt von Tataru Taru. Verlese Nachricht. Hallöchen, meine liebe Murasaki. Es ist schon wieder so lange her, seit ich dich zuletzt auf deiner Insel besucht habe. Das müssen wir schnellstens nachholen, habe ich mir gedacht. Und ich bringe jemanden mit. Er wartet uns ganz wie gewohnt am Südweststrand. Besuch aus Fernost. Desktop Audio habe ich ja aus hier. Warum das denn? Ah, so einen kleinen Moment. Mit dem neuen Update, also mit dem neuen, neuen Add-on müssen wir leider doch ein bisschen warten. Das wird wahrscheinlich doch erst nächstes Jahr kommen. Es verschiebt sich halt alles. Aber meine Frage ist, was wollen sie denn nach den nächsten zwei Updates noch reinbringen? Wenn die, also für mich ist, Wenn die Raids da sind, dann, ja, was kommt danach?
Und dann gibt es da welche, die sagen, oh, das war doch klar und das ich jetzt und so. Wo ist das denn bitte klar? Die haben immer einen Zwei-Jahres-Rhythmus gehabt, den sie mittlerweile dann brechen. Hallo, Murasaki. Was für eine Freude, dich zu sehen. Und wie lieb von dir, dass du uns abholst. Also, die können meinetwegen auch gerne bleiben. Es ist lange her, Murasaki. Verzeih, dass wir dich so plötzlich überfallen. Ach du liebe Zeit, vielleicht erkennst du mich in diesem Aufzug gar nicht. Ich bin es, Serena. Und Sadu habe ich ebenfalls mitgebracht. Und ich dachte, die Sache mit deiner eigenen Insel sei nichts als Geschwätz. Ha, hübsch hast du es hier. Das muss ich schon sagen. Erst kürzlich hat uns Lise zu einer Reise durch Eosee eingeladen. Es gäbe unzählige Orte zu entdecken, deren Schönheit den sich im Wind wiegenden Gräsern der Steppe nichts nachstehe, sagte sie. Aber du kennst ja unsere Lise. Stets gefangen in einem Wirbelwind aus Aufgaben, Pflichten und Aufträgen. Deswegen habe ich mich kurzerhand bereit erklärt, die beiden etwas herumzuführen. Angefangen mit dem heißesten Ort, der mir eingefallen ist. Was ist meine Sie jetzt schon ein Urlaubsziel? Bislang waren unsere Ausflüge nach Eosea immer von einschneidenden historischen Ereignissen geprägt. Also ja, diesmal wollten wir uns einfach nur ein wenig vergnügen. Eigentlich wollte sie alleine losziehen. Aber als ich von der ganzen Sache hörte, musste ich mich einfach aufbringen. Du kennst jetzt Serena. Nett, höflich, jeder mag sie und sie lacht sich die seltsamsten Freunde an. Eine perfekte Begleiterin, dachte ich also, wenn man auf etwas Spannung aus ist. Das kann nur spaßig werden. Tatoru, du sprachst doch davon, dass Murasaki auf ihrer Insel auch eine kleine Weide unterhält. Und dass es hier auf der Insel Schafe gibt, und zwar nicht zu knapp. Die ganze Bootsfahrt lang habe ich mich schon gefragt, ob ihre Wolle wohl anders als die der Schäfchen in meiner Steppe ist. Wir haben noch reichlich Zeit, ehe unser Boot ablegt. Wärst du also so freundlich, uns ein wenig von deiner Insel zu zeigen? Und vor allem die Schafe! Oh, wirklich vielen Dank. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ich frage mich ja, ob man hier jetzt einen Ätheriten hinstellen kann. Ätherit ist ja ein Gartenmöbel. Google mal nach. Danke dir für den netten Rundgang. Die Inselschäfchen haben mir das Herz wahrlich höher schlagen lassen. Das muss ich sagen.
Die Schafe hier haben ein kürzeres Fell und ihr Körperbau wirkt etwas kompakter. Auf jeden Fall war es sehr spannend, die kleinen, aber feinen Unterschiede zu meinen Tieren zu studieren. Ich muss auch zugeben, dass du dir hier wirklich ein nettes Plätzchen geschaffen hast. Aber die Sonne brennt heißer als in unserer Steppe. Ich bin überrascht. Gut, dass mich Cyrinna überredet hat, mich vor dem Anlegen noch umzuziehen. Ah, wo wir schon von Kleidung sprechen, wir haben dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Geschenke! Eine speziell für dieses Klima geschneiderte Tracht aus unserem Land. Unseren Landen. An die warme Sonne deiner Insel angepasst. Und wo ich mir den Stand der Sterne so ansehe, langsam müssen wir wohl leider aufbrechen. Nochmals ein herzliches Dankeschön für deine Zeit und Gastfreundschaft. Ich komme gern wieder, wenn du das nächste große Projekt angehst. Dann bekommst du vielleicht auch von mir ein Geschenk. Hey. Und auch ich will dir ganz lieb danken, Murasaki. Bestimmt sehen wir uns sehr bald wieder. So, wir haben neue Klamotten. Bin ich mal gespannt. Ich denke ja nicht, dass es deren Klamotten sind, weil diese Klamotten gab es ja schon. Naja. Ich muss wirklich mal testen, ob man den Inseln ob man einen Miniatur-Ätheriten hier aufstellen kann. Hier gibt es zum Beispiel nichts Neues. Es gibt auf jeden Fall neue Sachen, die man sammeln kann. Was? Gab's die schon? Nee. Ein Galon GL2 Zündschlüssel. Könnte auch interessant sein. Ein Dampfotter. Gibt's auf jeden Fall zwei Mounts.
Was geht's, gibt's denn von den Grünen? Scheint auch ein bisschen mehr dazugekommen zu sein, habe ich das Gefühl. Könnte mich aber auch. Die Grünen bekomme ich nur, wenn ich Sachen verkaufe. Gut, dann gucken wir mal. Ui, mein Bommelin. Was ist eigentlich hier? Wenn wir den Berg hier nur ein klein wenig abtragen würden, könnten wir das Domizil um ein ordentliches Eck erweitern. Allerdings bräuchte ich entsprechendes Werkzeug und einen ganzen Haufen helfende Hände. Ja, aber das Bauwerkzeug, das können wir doch gar nicht machen. Ich muss gleich mal gucken, ob ich so einen Miniatur-Ätheriten hier drauf platzieren kann. Wenn nicht, dann habe ich Pech. Die Dinger kann man nämlich. Nirgendwo verkaufen, glaube ich. Kann man also nicht mehr loswerden. Du klopfst prüfend gegen den Fels und ein verdächtig hohles Geräusch erklingt. Sag Mauritius Bescheid. Hey, es geht jetzt in die Insel rein. Wir haben Höhlen. Es gibt Höhlen. Apropos, ich habe da ein neues Mount. Ich habe das letzte Pferd, was fehlte. Ich bekomme jetzt bestimmt auch das Werkzeug, was ich... Moment mal, war das schon immer eine Höhle hier? Oh, im Berg ist also tatsächlich eine Höhle, sagst du? Das ist ja unglaublich. Miaufregend. Irgendwie müssen wir doch den Fels beiseite räumen und uns einen Weg hineinbahnen können. Ah, ich weiß schon, Erkundigungunde kann uns ganz sicher helfen. Was? Erkundigunde? Sie ist eine Mi-Expertin in solcherlei Dingen. Ich sage ihr Bescheid und schicke sie sofort zu der Stelle, die du mir beschrieben hast. Was kommt als nächstes, Archäologlinde?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vorher keine Höhle war. Kundigunde. Was soll ich diesen Namen, ne? Oh ja, der gute Mauritius hat mir schon von dem maunzigen Mysterium um den Berg erzählt. Also habe ich mich selbst auf die Stöckchen gemacht und mir den Fels genau angesehen. Ganz wie du sagst, es klingt so, als gäbe es einen beachtlich großen Hohlraum. Wenn du die richtige Ausrüstung hätte, könnte ich den Fels in 0,x in kleine Kiesel zertrümmern und uns so einen Weg ins Innere bahnen. Komm! Ich zeig dir gerne, was ich dafür brauche. Du hast das Rezept für die Felsbrecherausstattung in Marionettengröße gelernt. Bringe sie zu Erkundigunde und sie wird dir einen Weg ins Innere des Berges eröffnen. Insel, nein. Felsbrecherausstattung in Mion. Ja, haben wir genug? Voilà. Bitte sehr. Ah, ausgezeichnet. Ja, das nenne ich solide Arbeit. Damit zwinge ich den Berg schon in die Knie. Lass uns loslegen, Murasaki. Weg mit dem Fels. Na dann mal in die Hände gespuckt. Warum sollte mir das nicht gefallen, ein Loch in meinen Berg zu machen? Das ist ja verrückt. So riesig hätte ich mir die Höhle gar nicht vorgestellt. Hier wird es so einiges zu entdecken geben. Aber das überlasse ich schön dir. Meine Arbeit hier ist getan. Warum hat eine Person, die Erkundigunde heißt, einen Schnäuzer? Das hört sich nicht männlich an. Naja, egal. Idee verwirklicht. In der Kornkammer kannst du nun eine Expedition in die heulenden Höhlen entsenden. Heulende Höhlen! Geil, gehen wir doch gleich mal rein. Ach du heilige Scheiße. Gleich mal eine ganz neue Map hier. Haben wir noch mehr hier? Nö. Ja, hier gibt's Spriggane. Boah, was ist denn da los? Ich kann aber noch nichts abbauen. Ah ne, ich bin ja auch noch nicht im Sammelmodus. Jetzt kann ich sammeln. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Flache Flasche Inselwassersprudel. Sprudelwasser. Nice. Steinkohle.
Insel Leuchtpilz. Sehr nett. Ich gehe mal ein bisschen weiter rein. Wir haben schon wieder so viel Routine. So, haben wir jetzt wirklich schon alles von der Höhle gesehen? Riesenwasserfall muss es doch noch was geben. Frage ich mal, wo die anderen zu finden sind. Aber wahrscheinlich erweitert man noch ein bisschen oder bekommt noch neues Werkzeug bei neuen Stufen. So, mit Moritz, Miauritius müssen wir reden. Willkommen zurück, Murasaki. Erkundigunde hat mir schon alles erzählt. Eine riesige Grotte im Inneren des Berges. Diese Mir-Entdeckung ist ein großer Schritt nach vorn für uns und unsere Insel, Murasaki. Denk nur daran, was wir mit den Steinen und Pflanzen und Tierchen aus der Grotte alles bauen können. Deine Insel genießen, das ist unser nächstes Ziel.
Wahrscheinlich erst mit dem nächsten Level. Kann ja noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, eine Sache muss ich noch austesten. Erstmal sammeln wir noch dieses Zeug. Eine Sache will ich nämlich nur ausprobieren. Könnte sein, dass das jetzt totaler Schwachsinn ist, was ich da mache. Nicht genügend. Brauchen nur noch 1100 mindestens. Integrales. Edelmethrit Kürass der Verteidigung. Ich guck mal eben kurz. Der Paladin trägt. Der Paladin ist aber schon ein anderes Level. Fuck. Das ist aber genau das, was ich brauche.
Edelmetallsachen. Armband des Handwerkers. Jeder Handwerker benutzt es. Schondrit Handbeil. Das ist Wen suchst du? Der ist in den Morabi-Trockendocks. Die sind preislich runtergegangen. Oh no!
Ah, verdammt. Willst du jetzt da ein paar Gartenmöbel hinstellen? Eigentlich müsstest du die mal weitermachen. Komm, einer geht noch. Am besten machst du es so wie ich. Eine neue Jobquest wie wo was. Mach's wie ich. Indem du alles automatisch sozusagen machen lässt. Es läuft alles auf meiner Insel teilweise automatisch. Ich lasse die mein Feld pflügen. Ich kaufe mir halt immer wieder neues Zeug. Also neue Samen, um die halt auf dem Feld immer wieder neu. Ich lasse auch immer wieder Zeug von bestimmten Gebieten abbauen und mittlerweile habe ich en masse von dem Zeug. Weil ich halt nicht mehr viel auf der Insel mache. Wollte schon sagen, Jobquests werden immer neu angezeigt. Also du hast bestimmt auch, dass das hier nicht gezeigt wird, wenn's keine neue Story gibt, ne? Aber dann steht halt die Jobquest, die steht halt immer darunter. Halt, stopp, wenn ich schon mal hier bin, habe ich hier nicht. Gartenmöbel. Habe ich hier nicht ein paar Gartenmöbel? Hier, dank PS Plus kann ich mich in Razzadan jetzt kostenlos teleportieren. Das habe ich nämlich zu meinem kostenlosen Favoriten gemacht. Weil wir da sowieso immer hin müssen.
Wegen unseren Endgame-Sachen. Und wenn man sich mit einmal Passwort anmeldet, kann man sogar noch ein weiteres bekommen, kostenloses. So, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe nur, den kann man da einsetzen. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. So, dann gucke ich noch mal hier bei uns im Gildentresor habe ich bestimmt auch noch was. Wir müssten mal mit der Gesellschaftswerkstatt weitermachen. Was ist das? Hochlandwasser? Ah, hier habe ich viel gelagert, was ich in weiterer Gehilfe. Das nehme ich mal mit. Sind leider nur Tischdekoration, das geht leider nicht. Aber das ist halt auch ein bisschen fies gemacht, dass man halt keinen Teleporter auf der Insel hat, aber mit dem Mobiliar müsste man eigentlich jetzt eine Ätheriten auf die Insel packen können und wenn nicht, dann müssen die das einfügen, weil ganz ehrlich, ich will auf die Insel reisen und nicht so vor und mit Teleport am besten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das vergessen haben einzufügen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das so gemacht haben, dass man das damit auch machen kann.
Aber ich glaube, sieht schlecht aus. Ja, der Ätherit geht hier leider nicht. Schade. Ich habe kein Inselprisma. Ich habe kein Inselprisma. Wie bekommt man Inselprisma? Ich habe immer noch nicht verstanden, wie man Inselprisma bekommt. Das können die Handwerker herstellen. Aber was brauche ich dafür? Naturreines Prisma und Edeldurium. Das wird ein Haufen Arbeit, diese Insel hier in einen schönen Ort zu verwandeln. Aber das mit dem Iteriten finde ich leider schade. Aber gut, man macht das ja mit Prismen, also von daher. So, naja. Insel kann man erweitern. Das wird noch lustig.